shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Infovideo für euch am Start. Und wie ihr es wahrscheinlich schon vermutet, hat Rockstar soeben die neue Eventwoche bekannt gegeben. Und ich möchte euch jetzt in diesem Video alle Rabatte, die es diese Woche gibt, und alle zusätzlichen RP und Geldsachen, wo man machen kann, möchte ich euch in diesem Video erzählen. Und zwar fange ich am besten gleich mal an mit dem neuen Premium-Rennen, wo ihr auch schon im Hintergrund seht. Also diese Woche ist dran das Premium-Rennen mit dem Namen Ostküste. Das funktioniert nur mit den Supersportwagen. Also das heißt, wenn ihr so einen Supersportwagen habt, haut es auf jeden Fall mal Geländereifen drauf, nutzt Curb-Boosting, und ich sag's euch ganz ehrlich, die Leute, die in einem Premium-Rennen fahren, das sind alles Abfucker. Die versuchen alle Erste zu werden, ist ja klar, weil der Erstplatzierte bekommt 100.000 Dollar, der Zweitplatzierte 30.000, der Drittplatzierte 20.000 Dollar und die alle anderen gehen leer aus. Zusätzlich gibt es bei dem Premium-Rennen noch doppelt dreifachen RP, und da versteht sich natürlich, dass die Leute, die dort spielen, nicht unbedingt die fairsten sind. Deswegen scheißt auf eure Fairness, haut die Leute aus der Strecke raus, weil die machen es auch nicht anders, wie ich schon mehrmals festgestellt habe. So, und zusätzlich könnt ihr noch richtig viel Geld machen und richtig viel AP, indem ihr einfach den Gegnermodus Entourage spielt. Weil dort bekommt ihr diese Woche, also von heute bis zum nächsten Donnerstag, das ist der 29. September, bekommt ihr doppelt RP und doppelt Geld für den kompletten Gegnermodus Entourage. Also es macht, also ich finde den Gegnermodus eh relativ gut, also solange es viele Spieler sind, die da mitmachen, und dort ist es wirklich eine gute Möglichkeit, mal noch vor dem Update noch einen Haufen Geld zu machen. So. Und um nochmal zusätzlich Geld und RP zu machen, hat Rockstar eine Spielerliste erstellt mit 4 Stuntrennen, nur für Supersportwagen, und auch dort gibt es doppelt RP und doppelt Geld bis zum Donnerstag. Also Jungs, gebt Gas für die ganzen Rennfahrer unter euch, weil das Geld brauchen wir auf jeden Fall, weil das, ich denke mal, dass das Bikers DLC extrem teuer sein wird, wie die letzten Updates halt auch alle. Kommen wir nun also zu den fetten Rabatten und fangen wir am besten gleich mal bei Elitas Travel an, weil da gibt es richtig viele Rabatte. Wie ich finde, alles relativ sinnlos, weil es gibt 25% Rabatt auf den Volatus, also den schnellsten Helikopter im Spiel. Dann gibt es auf den Luxor und auf den Swift Deluxe 25% und auch auf den Swift Normal und auf den Luxor Normal. Also ich finde, wer dort sein Geld liegen lässt, der, ja, der hat zu viel Geld. Weil kurz vor so einem Update noch sich irgend so einen popligen Helikopter oder so, ja, so ein Flugzeug zu kaufen, das man eigentlich meiner Meinung nach eh nie braucht, weil sowas steht am Flughafen ganz normal rum. Und wenn man sich sowas bestellt, dann liefert der Pegasus-Service ja sowas nicht in die Stadt, sondern man muss ja eh wahrscheinlich zum Flughafen fahren, und da stehen ja eh so viele rum. Und wie ich finde, das ist auf jeden Fall rausgeschmissenes Geld. Und aber davon nicht genug, da kommt noch mehr, wo man so richtig viel Geld noch von einem Update ausgeben kann, wo ich auch relativ sinnlos finde. Und zusätzlich gibt es noch 25% auf die lange Version des Ballers LE, auf die gepanzerte und auf die normale Version, genauso wie auf den ETR1 und auch auf den Centorno und auch auf den T20. Also ich möchte den Centorno und den T20 keinesfalls schlecht reden, um Gottes Willen, aber ich finde, kurz vor so einem Update, wo Rockstar eh schon angekündigt hat, gerade die, ja, eines der teuersten Fahrzeuge mit dem T20 und auch der ETR1 ist nicht viel günstiger, darauf 25% zu geben, um die Leute dazu vielleicht zu verlocken, die Autos doch noch kurz vor dem Update zu kaufen, würde ich euch jetzt nicht empfehlen. Also wenn ihr so viel Geld habt, dass ihr die Autos jetzt eh kaufen wolltet, dann würde ich trotzdem noch auf das Update warten, weil vielleicht kommt da ja noch das eine oder andere Fahrzeug, was ihr vielleicht doch lieber haben möchtet. Also für mich ist es im Moment gerade so ein Lockmittel, dass man sich, ja, oder das Ersparte, was man noch in GTA 5 hat an Geld, dass man das vielleicht noch vor dem Update ausgibt. Wann allerdings das Update kommt, weil ich die ganze Zeit nur von Updates schwätze, ich habe keine Ahnung. Ich vermute jetzt einfach mal, dass es nicht am Dienstag kommt, sondern nächste Woche Dienstag. Aber das ist jetzt nur so reine Vermutung, sicher kann ich es natürlich nicht sagen. Und alles weitere, was es diese Woche sonst noch Tolles gibt, könnt ihr natürlich selbstverständlich selber auf der Social Club Seite nachlesen. Der Link dazu findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Start ins Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, ich bin raus, ciao, macht's gut, euer Zeddy.